Manuelle Anpassungen des Plans der Ladung. Wir fangen mit der Berechnung an. Artikel D wurden nicht geladen. Wegen dieser nicht stapelbaren Einheiten A. Daher werden wir den Plan der Ladung manuell anpassen. Um die Schachtel zu schieben, klicken Sie mit der linken Maustaste. Wenn Sie auf grüne Bereiche klicken, können Sie auswählen, wohin die Schachtel verschoben werden soll. Klicken Sie erneut und die Schachtel wird auf den neuen Platz gelegt. Bitte beachten Sie, dass die Schachtel auch auf nicht stapelbare Artikel gesetzt werden kann. Keine Einschränkungen sind aktiv, wenn Sie den Plan der Ladung manuell anpassen. Sie können die Artikel verschieben, wie Sie wollen. Wir zeigen Ihnen, wie das helfen kann. Sagen wir, die Einheiten A sind so leicht, dass sie aufeinander gelegt werden können. Wir werden sie verschieben. Sie können die linke Maustaste drücken und mit der Maus bewegen, um den Plan der Ladung umzudrehen, wenn Sie die Schachtel verschieben. Eine Schachtel ist übrig geblieben, wir können Ihnen jetzt eine andere Funktion zeigen. Wenn Sie diese Schachtel bewegen, wird sie automatisch die nächsten Schachtel anschließen. Wenn Sie die Schachtel genauer platzieren möchten, können Sie mit dem Scrollrad zoomen und die Entfernung wird sinken. Dann können Sie die Schachtel in die genaue Position setzen. Für jetzt werden wir die Schachtel vom Plan der Ladung wegnehmen. Sie können hier klicken oder die Taste Delete drücken. Sollten Sie alle Artikel aus dem Plan der Ladung wegnehmen wollen, klicken Sie auf diese Taste. Dann können Sie den ganzen Plan der Ladung manuell aufsetzen. In der Ergebnisliste können Sie sehen, dass die Schachtel A entfernt wurde. Jetzt verschieben wir die Schachtel D. Um die Schachtel umzudrehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste und drücken Sie eine Pfeile, um sie in die gewünschte Richtung zu drehen. Wenn der Rahmen der Schachtel rot ist, heißt das, sie ist in einer ungültigen Position und kann nicht platziert werden. Wenn Sie wieder mal die rechte Maustaste klicken, können Sie zurück zum Verschieben umschalten und die Schachtel in der neuen Position festigen. Wir werden das Verschieben der blauen Schachtel beschleunigen, damit wir Ihre Zeit sparen. Sie können den Rest der Schachteln in die Ergebnisliste mit einbeziehen, wenn Sie an die Ikone der schwarzen Pfeile klicken. Jetzt sind alle blauen Schachtel unterbracht. Die letzte rote Schachtel A kann in den Plan der Ladung zurück. Und wie Sie sehen, sie passt dort ja sehr schön. Jetzt wissen Sie schon, wie man manuelle Anpassungen das Ergebnis der Berechnung verstärken können. Danke fürs Ansehen.